Hey, ich grüße euch. Ich wollte ein Video machen, heute mal ein Nostalgie-Video-Special, 600 Videos schon mittlerweile. Das ist viel, würde ich sagen, 600 ist eine große Zahl. Und zwar wollte ich ein Video machen über ein Vintage, schon gemacht damals, ein kleineres, jetzt ein größeres, über Vintage 80er Jahre Masters of the Universe. Und zwar ein Katalog aus dem Jahre 1986. Das war für mich persönlich die Entschuldigung, 1985. Das war für mich persönlich als Kind und so generell das Highlight gewesen, was Masters of Universe angeht. Das war die Goldene Age, kann man sagen. Silver Age war später gewesen, sag nur Screech und Ninja und so. Und dann kam irgendwie das Schrottalter, das war ein A und so, aber nicht kurz sagen, wie gesagt, also Masters of Universe. Also es ist ein spanischer Katalog, glaube ich, italienischer, keine Ahnung, das ist eine Sprache, die ich nicht kenne. Das könnte italienisch sein, Familia Corazon. Das klingt italienisch, nicht spanisch. Okay, ich würde sagen, das ist Spanisch. Kein Land steht dabei. Spanisch, Entschuldigung. Spanisch, nicht Italienisch. Okay, fangen wir mal an. Nostalgie, die Bilder wirken lassen. Das Bild hier. Was dacht ihr dazu? Beide Figuren kamen bei Origins raus. Ich finde es genial. Ein Skeletor mit Zarb und ein He-Man mit Axt. Ich überlege gerade, war jetzt bei den Battle Armor He-Man auch ein Stab dabei? Battle Armor Skeletor ein Stab dabei? Schild war ja schwachsinnig gewesen, eine Rüstung trägt und das Skeletor hat keine Rüstung. Er hat jetzt Dings. Lass mal kurz hier stehen, kann man schon gucken. Ich komme noch kurz was nach, wenn ich das finden sollte. Ja, ich glaube, bei dem war ein Schild bei Skeletor. Weiß ich jetzt echt gar nicht, ehrlich gesagt. Das ist aber trotzdem mit den 80er Jahre. Beide Figuren rausgekommen bei Origins, einfach nur schön und genial. Irgendwie das Gesicht von He-Man, also das Vintage-Kopf, also richtig schöne Figuren waren das gewesen. Rüstung bei beiden ganz, keine Kratzer drauf, also keine Battle-Damage-Fraktion. Finde ich sehr schön und ich habe gemerkt gerade, das Skeletor hat ein Halbschwert, würde ich sagen. Ich finde interessant bei den Origins, dass die Schwerter diesen Griff nicht haben, auch wenn es Ganzschwerter sind, haben diesen Griff nur die Halbschwerter. Das ist ein bisschen schade, finde ich. Jetzt können noch bessere kommen. Noch. Tada, boah, hammermäßig. Guckt euch das an. Ist das nicht schön? Also jetzt, wenn man gucken kann hier, Viplash, Battle Armor, Skeletor, Cobra Khan, Jitsu, Clawful, Evelyn, Trapshot, Triclops, Webstore, Merman, Sodek, Beastman und Skeletor Original. Das ist für mich persönlich die goldene Wave-Winch, also goldene Wave, kann man sagen, vom Frühjahr. Das ist mein Ziel bei den Origins, habe ich erreicht. Hier, yeah, Party. Tweakers kommt ja bald raus bei den Origins. Frage ist nur, in Deutschland auch oder in den USA? Einfach nur genial, finde ich. Das sind die Bösen, wie gesagt. Cobra Khan konnte spucken. Hielt so die Power-Funktion und Clawful konnte man die Kralle auch öffnen. Das war schön gewesen. Weiblich der Gummischwanz, ja, alles perfekt. Und die zweiten, Prinz Adam, He-Man, Battle Armor He-Man, Fisto, Entschuldigung, Mechanic, Man E-Faces, Ram-Man, ein Orko. Aber ich finde Orko, sie ein bisschen arm aus im Vergleich zu den Orangen, sie ein bisschen langohrig an, Man-at-Arms, Stratos, Teela und der normale He-Man. Das ist sehr schön, finde ich. Was mir aufgefallen ist, noch keiner was gesagt, großartig dazu. Bei den Origins, die Figuren sind alle umgesetzt worden wie die Vintage. Was mir nur aufgefallen ist irgendwie, dass keiner rumgemeckert hat irgendwie, mit Arms hat dann Schnäuzer irgendwie. Also Schnäuzer hat, glaube ich, einen Cartoon gehabt, bei den Filmation-Cartoon, bei den 2000X auch. Also ich hätte mir gewünscht, ehrlich gesagt, dass die Man at Arms noch einen zweiten Kopf verpasst hätten, einen Vintage-Kopf mal beigepackt hätten, die Figur nochmal rauskommen würde, weil ich finde, so ein Nostalgiefaktor hat der Vintage-Kopf auch ohne Bart, finde ich. Das ist so ein bisschen, finde ich, ist meine Meinung dazu. Ich hätte schön gefunden, aber kann man nicht ändern. Ist trotzdem eine schöne Figur, auch mit Bart. Das ist, wie gesagt, Fist wie Powerfunktion, He-Man, die Kampffunktion mit der Rüstung mit Sternen und Buzzer mit den Flügeln. Ram-Man haben sie gar nicht angesehen, Action, dass er da kleiner geworden ist. Das bei Ram-Man fand ich ja peinlich ein bisschen. Nicht peinlich, sondern diese Armbänder, diese Aufkleber, die gingen so schnell abgegangen damals als Kind, das war grauenhaft gewesen. Da ist die bessere Umsetzung bei Origins besser gemacht, finde ich. Wie gesagt, eine sehr schöne Figur. Hätte man ein bisschen mehr Bilder machen können, wenn E-Face mit drei Gesichter zeigen können, Mechaneck, langen Hals. Aber ich glaube, der Schwerpunkt dieser, des Katalogs, kann man sagen, war die neueren Figuren wie Battle Armor He-Man, Buzz Off, Clawful, Viplash und Jitsu. Und Webster natürlich. Webster ist auch natürlich drauf mit seiner Funktion. Das nächste Seite, das sind echt Hammerbilder, finde ich. Also das ist echt Nostalgie-Faktor pur. Das sehen wir schon Jitsu im Nightstalker. Nein, das ist Nightstalker gewesen, genau. Genau, Nightstalker war es gewesen. Also ein schönes Fahrzeug, kann man sagen. Im Vergleich zu den Origins. Haben wir besser anfangen? Fisto fangen wir an. Fisto ist besser. Fisto haben wir schon rausbekommen bei den Origins. Also ich finde, das Fahrzeug war schön gewesen früher, aber im Nachhinein
ist die Umsetzung bei den Orangen viel besser, dass die jetzt Bewegung haben, Gelenke haben, nicht nur steif sind. Das ist ja fast eine Statue. Einzige, was man bewegen konnte, weiß ich noch, bei Stridor, das war die Kanone hinten, den Schwerdeschwanz konnte man bewegen, die beiden Kanonen vorne und den Helm konnte man abnehmen. Das war Stridors Actionfunktion. Also einfach ein stures Ding, das nur steht, kann man sagen. Trotzdem, ich bin froh, dass rausgekommen ist bei den Orangens. Da hinten ist Rotom, auch sehr schön. Skelet Battle Armor Skeletor ist da drin. Und ich finde auch interessant, dass früher irgendwie so verwunden worden ist immer, Fisto ist von Stridor der Partner oder der Reiter. Ist das ein Reittier, kann man sagen. Es wird immer so umgesetzt worden. Finde ich auch nicht schlimm, finde ich gut. Rotom, die Blätter bewegen. Dann natürlich hier super. Jizu, wie ich eben schon gesagt habe, Jizu. Das gleiche wie bei Stridor. Kanone hinten bewegbar, Kanone vorne bewegbar, der Schwanz bewegbar und hatte keinen Helm bei gehabt, weil es aufgemalt worden ist, das Goldene. Und die Kanone, kann man angedeutet hat, was ich ein bisschen schade finde, ist noch ein Bild drauf. Ich finde es ein bisschen schade, dass Stridor jetzt anscheinend rauskommen wird. Gelb statt Gold. Nicht so schön, das ist ein bisschen Farbkrebs kann man davon kriegen, würde ich sagen. Ich finde eigentlich so schön bei Nightstalker, dass Nightstalker jetzt irgendwie Mattel Creation Scheiß wieder ist. Warum nicht wie Stridor? Smith Toys 7,90 €, da bin ich glücklich als Fan. Aber naja, wie gesagt, bessere Funktion, der kommt halt raus, hoffe ich mal. Ich hoffe nicht Mattel Creation. Und noch geht's weiter. Ein schöner Dragon Walker mit Battle Armor He-Man. Die Funktion aufgebildet, kann man das sehen, einfach nur herrlich, finde ich. Ich finde auch ehrlich gesagt, wenn die jetzt Dragon Walker rausbringen sollten bei Mattel Creation, Mattel Origins, egal wie, wichtigste finde ich bei diesem Fahrzeug vor allem die Funktion. Ohne diese Funktion ist das Fahrzeug nur halb, finde ich. Bei Road Ripper oder Ground Ripper heißt er ja neu, da ist die Funktion ja okay, wenn ich aufziehen kann, okay, kann ich mit dem, ich kann im Fahrzeug rumfahren, ich kann reinsetzen, kann mit rumspielen und so, ist perfekt, muss ich aufziehen können unbedingt, ist ja kein Matchbox-Auto, aber Dragon Walker ohne diese Funktion ist das ein halber Dragon Walker, ein ganzer Dragon Walker, finde ich. Und natürlich die Klassikfahrzeuge, ein Wind Rider haben wir hier, den haben wir auch bekommen bei den Origins. Mein Traumfahrzeug neben Dragon Walker ist natürlich hier Battle Ram, habe ich auch nie gehabt, wollte ich immer haben, das obere Teil haben wir bekommen, diesen Jet Slide mit Adam zusammen, aber das hintere Teil fehlt noch, dass man heilige Gral von dem Fahrzeug, den ich mal haben wollte, war dieses hier. Und Tellenfighter auch, aber das ich auch gerne haben wollte. Da Attack Track habe ich auch nie gehabt, aber sieht cool aus. Ich kann mir das cool vorstellen, wenn er das haben sollte, das Fahrzeug. Und natürlich der Road Ripper, Ground Ripper. Wieder mit Battle Armor He-Man drin. Wie gesagt, damals nie gemacht, die neuen Figuren mal reingesetzt. Also, wie He-Man rausgekommen ist, neue Battle Armor He-Man Funktion, haben die anderen Figuren abgesagt gewesen. Haben wir noch mehr von Masters of the Universe? Ja, es geht noch weiter. Huhu. Und zwar haben wir Battle Bones mit Buzz Off, Mechaneck, Man Ephesus, Adam, Fisto, Battle Armor He-Man. Wie kann das sein? Ist das jetzt Faker? Battle Armor Faker? Weil, wie kann Adam und He-Man in einer gleichen Funktion vorhanden sein? Ist lustig. Auf der anderen Seite Jizu, Cobra Khan, Webstore, Viplash, Dorful und Battle Armor Skeletor. Battle Bones gab es jetzt nicht in der Sammlung, in der Original rausgekommen, aber ich würde sagen, der Battle Bones von den 2000X, das ist perfekt, sieht auch richtig cool aus, finde ich. Ein Panther mit Flecken haben wir rausbekommen, gibt es da zwei Versionen bei den Originals, mit Flocken und ohne Flocken, also geflockt, nicht gefleckt. Ein Battle Cat haben wir auch bekommen, sogar Battle Cat Damage, das ist die Doppelpack gewesen mit Battle Armor He-Man. Und ein Soa US Early bei Originals, das ist so Mist von denen, deswegen ist es scheiße von Originals. Hier haben wir die Funktion von Battle Bones, die kann man aufklappen, kann man bei den 2000X auch. Und der hat nur 8 statt. Das sind jetzt 6, das ist ja 6, genau. 12 insgesamt. Und es geht noch weiter. Oh mein Gott! Castle Grayskull haben wir bekommen. Ein sehr schönes Playset, finde ich. Talon Fighter ist auch drauf. Figuren drauf. Und auch ein schönes Bild. Das ist einfach nur Vintage Feeling pur, finde ich. Cobra Khan, das war die Wave damals rausgekommen. Das M ist auch dabei. Snake Mountain, einfach nur schön. Also ich finde das einfach nur genial, dieses Katalog, den ich mal gefunden habe. Einfach nur super. Haben wir noch mehr von das? Das ist die letzte Seite. Ja, einen haben wir noch zum Abschied. Und zwar, das ist Landshark. Den gibt es auch noch gekommen. Das ist auch ein schönes Fahrzeug gewesen. Haben wir auch bekommen bei den Origins. Ich bin dankbar dafür. Und das war mal so ein Special zu den Vintage-Katalog. Mal alle länger Figuren länger gezeigt habe. Bin so froh, dass ich den Katalog habe. Und das ist auch mein Ziel bei den Origins zusammen, dass ich diese ganzen Figuren haben wollte, habe ich bekommen. Die spätere Wave Mossman Netz kann man haben, muss ich nicht haben. Ich würde sie gerne haben, habe ich ja ein bisschen sparen, muss ich zur Zeit. Deswegen kriege ich kein Mossman. Wird der billiger, aber 20 Euro irgendwann. Aber wie gesagt, das ist Vintage Feeling pur. Was sagt ihr dazu? Ihr könnt gerne Kommentare dazu reinschreiben. Sag ich bis bald und ciao.